Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Website. Tja, die Website ist im Prinzip die neumodische Visitenkarte. Ihr solltet auf jeden Fall wie die Visitenkarte zu eurem standardmäßigen, professionellen, gewerblichen Auftritt dazugehört, auch heutzutage eine Website haben. Das Ganze ist nicht mehr so eine krasse Herausforderung, wie es vor einigen Jahren mal noch war. Und deswegen, wie gesagt, inzwischen hat eigentlich jeder, der auch nur ein bisschen was von sich hält, schon seine eigene Website. Und ihr solltet da auf jeden Fall auch mitmachen, denn sonst werdet ihr leicht von eurer Konkurrenz abgehängt. Wenn ihr vielleicht noch nicht so weit seid, dass ihr jetzt schon eine richtig große, umfangreiche Website aufbauen möchtet, dann solltet ihr trotzdem auf jeden Fall schon frühzeitig, am besten jetzt, insofern es schon klar ist, wie euer DJ-Name ist und dass ihr eben das Ganze auch ein bisschen professioneller, gewerblicher, öffentlicher betreiben möchtet, euch wenigstens die Domain frühzeitig sichern. Das ist nicht teuer, das kostet nur ein paar Euro im Monat. Davon werdet ihr auf jeden Fall nicht arm. Und wenn ihr euch hier mal die Domain gesichert habt, dann kann euch die auch keiner mehr nehmen. Klar, es gibt mit diesen verschiedenen Endungen heutzutage mit .eu, .net, .com, .de und so weiter, wie sie alle heißen, gibt es ganz viele Möglichkeiten, im Prinzip immer dieselbe Domain ja noch mit einer anderen Endung zu nehmen. Aber es bleibt trotzdem dabei, dass zum Beispiel eben für euch .de, .com, .net so mit die wichtigsten Endungen generell in Kombination mit eurer Domain dann sind. Und insofern solltet ihr euch auf jeden Fall, insofern noch vorhanden, die .de und .com-Variante sichern. Ihr könnt natürlich auch mehrere Domains sichern, ist ganz klar, und dann später eine Umleitung einrichten auf die eigentliche Domain, auf der dann auch eure Webseite ist. Aber auf jeden Fall das Mindeste ist, dass ihr euch eine sichert und die ist am besten dann noch mit einer der genannten Endungen. WordPress ist ein Dienstleister, der euch es im Prinzip sehr einfach macht, eine Website zu erstellen. Ihr könnt passende Themes, also sozusagen das Layout eurer Website, kaufen oder vielleicht stellt euch ja auch jemand was zur Verfügung. Das heißt also, ihr habt schon mal wie so ein Baukastensystem, was vorgefertigt ist, was ihr dann nur noch an euch anpassen müsst. WordPress ist eben extra dafür gedacht, dass auch Leute ohne krasse Programmierkenntnisse hier schon eine Website aufsetzen können. Und deswegen wäre es bei euch dann der Fall, wenn ihr euch die Domain gesichert habt, installiert ihr WordPress auf diese Domain, auf eurem Webspace. Und dann ladet ihr sozusagen dieses Layout, das passende Theme in WordPress rein, zieht es auch auf den Webspace und dann könnt ihr durch WordPress dieses Theme bearbeiten und individuell für euch gestalten. Da kommt man eben relativ schnell rein, das ist alles nicht so teuer und von daher sollte das eigentlich für euch machbar sein. Eine DJ-Seite ist jetzt auch nicht die aufwendigste aller Websites. Wenn ihr das Ganze trotzdem nicht schafft oder auch aus zeitlichen Gründen nicht machen möchtet, dann könnt ihr euch alternativ klar immer noch einen Dienstleister holen, der das für euch macht. Eben dadurch, dass die DJ-Webseite jetzt nicht so anspruchsvoll ist, wird das Ganze auch nicht zu teuer, aber man muss diese Person trotzdem bezahlen, insofern ihr nicht das Glück habt, dass jemand in eurem Freundes- und Bekanntenkreis das kann. Ja, das sind dann eben die beiden Möglichkeiten. Wir empfehlen euch aber auf jeden Fall, dass ihr es selber macht, denn dann ist es auch so, wenn ihr in Zukunft was ändern möchtet, könnt ihr immer wieder selbst kurz diese Änderungen und Aktualisieren durchführen, ohne dass ihr da immer noch jemanden zwischenschalten müsst. Wichtig ist heutzutage, dass deine Website auch das Responsive Design kann. Das heißt eben, dass wenn sich die Bildschirmgröße ändert, vom normalen großen Desktop-PC zum Beispiel auf ein Tablet oder noch kleiner auf ein iPhone, dann ist es wichtig, dass die Website hier mitmacht. Das heißt, die Inhalte verschieben sich, verändern sich in ihrer Größe, dass die Website auf deinem Desktop genauso zu erreichen ist und gut übersichtlich zu lesen ist wie auf einem Handy. Alternativ kannst du es auch machen, dass du eine ganz eigene Website für mobile Endgeräte erstellst, die eben einen kleineren Bildschirm haben. Aber das bedeutet dann natürlich nochmal mehr Arbeit, nochmal mehr Kosten. Deswegen, die meisten Themes haben eigentlich diese Funktion schon eingebaut, dass sie eben responsive sind, wie man so schön sagt. Und dann ist es die einfachste Variante.
aber der Anteil der Nutzer, die auf eure Website kommen, die steigt seit Jahren eben in Richtung mobiler Endgeräte und deswegen dürft ihr das auf keinen Fall vernachlässigen. Obacht, in Deutschland muss jede Website ein Impressum haben. Das bedeutet, ihr müsst eure Adresse, euren Namen, einen Kontakt, eben E-Mail und Telefon, eine Datenschutzerklärung und einen Haftungsausschluss auf eurer Website hinterlegen. Das Ganze muss logischerweise nicht mitten direkt irgendwo auf der Startseite stehen. Ihr kennt es ja auch, wenn ihr surft, dann ist meistens ein Link zu einem Impressum immer sehr weit unten auf der Website. Und dann könnt ihr hier eben eine kleine Extra-Seite anlegen, auf der das alles hinterlegt ist. Aber trotzdem, das muss auf jeden Fall auf eurer Website drauf sein, sonst bekommt ihr definitiv juristische Probleme. Ihr könnt zum Beispiel dafür dann auch einen kostenlosen Impressumsgenerator nutzen, insofern ihr hier Probleme habt, das Ganze aufzusetzen. Denn hier einen IT-Juristen mit einzubeziehen, wird den Rahmen wahrscheinlich sprengen. Deswegen, hier gibt es gute, kostengünstige oder vielleicht sogar kostenlose Möglichkeiten. Informiert euch da auf jeden Fall, sonst holt ihr euch nur unnötig Ärger ins Haus. Deine Website kombiniert alle Kanäle und bündelt sie im Prinzip an einem Ort. Also von deiner Website aus sollte man überall hingelangen, was du sonst noch so zu bieten hast. Das heißt, dass du deine Social-Media-Kanäle alle einbinden wirst, also wenigstens mal mit einem Hyperlink oder einem Logo, dass man hier weitergeleitet wird. Eventuell sogar noch mehr, dass man einen gewissen Teil deines Newsfeeds sogar direkt auf deiner Website sehen kann. Alles möglich. Du solltest deine Podcasts einbinden, wenigstens auch wieder als Verlinkung. Am besten noch so eingebettet, dass man sie auch direkt auf der Website hören kann. Dann hast du hier einen Veranstaltungskalender. Sowas kannst du natürlich auch auf Facebook zum Beispiel machen, indem du hier Veranstaltungen erstellst. Aber das ist auch wieder eine gute Möglichkeit, deine Leute über Gigs zu informieren. Und eben, es geht hier darum, dass alles an einem Ort gebündelt ist. Du kannst einen Blog machen, bei dem du über dein DJ-Dasein schreibst. Wenn du auf Tour gehst, schreibst du hier Dinge. Du kannst informelle Artikel oder zum Beispiel auch generell einfach einen relativ subjektiven Meinungsblog dort auf der Website zur Verfügung stellen. Also du hast ganz viele Möglichkeiten, hier noch für viel Content und Output zu sorgen. Ganz wichtig ist auch das Kontaktformular, denn du machst das Ganze ja nicht nur zum Spaß, du willst ja auch, dass dann was bei rumkommt. Das bedeutet ja auch, dass potenzielle Auftraggeber dich erreichen können müssen. Dann kannst du auch Referenzen von Gigs und eine Diskografie von dir noch hinterlegen, also deine Reputation, was hast du bis jetzt sonst so geschafft und schon geleistet. Klar, Social Proof, auch wieder ein ganz wichtiger Punkt. Und auch ganz, ganz wichtig, deswegen hier nochmal als einzelner Punkt, das Booking-Formular. Das geht natürlich irgendwie Hand in Hand mit deinem Kontaktformular, aber ein Kontaktformular könnte ja eigentlich auch schon sein, dass du generell eben einfach nur einen Kontakt hinterlegst, unter dem sich dann die Leute bei dir melden können. Aber ein klassisches, richtiges Booking-Formular ist eine Maske, in der dann deine potenziellen Auftraggeber ihre Daten eingeben können. Zum Beispiel, wann sie dich für eine Veranstaltung haben möchten, für welche Art von Veranstaltung, ein zusätzlicher Text, eben ihre Kontaktdaten, dass sie nicht nur deine haben, sondern dass du ihre hast. Das ist natürlich dann noch viel besser. Und deswegen ganz wichtig, dass du derartiges auf deiner Website einbindest, am besten auch direkt auf der Startseite, dass es einfach zu erreichen ist und gut sichtbar ist. Denn klar, du willst nicht nur deine Fans unterhalten, sondern du willst ja auch, dass da was dabei rumkommt. Und deswegen müssten es deine potenziellen Auftraggeber so leicht wie möglich haben und dich eben auch gut erreichen können. Alles in allem eben ist die Website ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist heutzutage eben wie die Visitenkarte. Es darf auf keinen Fall fehlen. Es ist keine zu große, schwierige Aufgabe und kostet auch nicht viel Geld. Von daher solltest du dir hier auf jeden Fall die Zeit nehmen, die eigene Website erstellen und schnellstmöglich eben wenigstens dir schon mal deine Domain sichern. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.